In diesem Video geht es um die Frage, wurde eigentlich modifizierte Messenger-RNA verwendet? Hallo, hier spricht wieder eure Medimikro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit euch über die synthetische Biologie. Die synthetische Biologie ist die Weiterentwicklung der Gentechnik. In der Gentechnik werden Gene verändert, in der synthetischen Biologie werden ganze... Zellorganellen verändert, die werden außerhalb der Zellen neu zusammengesetzt und man erschafft komplett neue Enzyme, Gene, Gensequenzen, Nukleotide. Die ganze Art der DNA wird dort neu definiert und deshalb sollten wir darüber sprechen. Und aufgrund der synthetischen Biologie sind die Neuen COVID-19-Impfstoffe entstanden, zumindest die Messenger-RNA-Impfstoffe und die Vektor-Impfstoffe. Wie ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen habt, hat sich Professor Karl Lauterbach impfen lassen und somit muss ich sagen, ja, es geht wohl wieder los mit der Impfkampagne und deshalb mache ich hier dieses Video, denn wir sollten uns schon über den aktuellen Stand, den wir so zusammentragen können, mal unterhalten. Ich weiß nicht, was er gespritzt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob er weiß, was er tut. Ich weiß nicht, ob man ihm auch nur das sagt, was er wissen muss. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vor sich geht. Aber ich kann sagen, dass es gute andere Wissenschaftler mittlerweile gibt, die sagen, da ist auch DNA enthalten. Das sagen natürlich jetzt nicht viele, aber man sollte sich trotzdem mal darüber unterhalten. Ich bin ja jemand, ich möchte mich gerne über alles, was auch schon irgendwo steht, irgendwo geschrieben ist, irgendwie im Orbit hängt, dass man sich über alles einfach mal unterhalten kann. Und dazu zählt jetzt eben auch, wenn es eben im Raum steht, dass sich eventuell auch DNA enthält in diesen Impfstoffen, wo gemerkt, das sind ja eigentlich mRNA-Impfstoffe, dass sich in diesen Impfstoffen DNA befinden könnte. Zumindest sagt das ähm, ein Wissenschaftler von der Universität South Carolina. Okay, also das ist so ein bisschen jetzt mein Aufhänger. Ne? Also es geht praktisch wieder los und in meinem Umfeld kursiert schon seit einiger Zeit, dass es sich eben gar nicht so um so eine ganz normale MRNA handelt, die man da verimpft, ne, bei Moderna und bei Pfizer, sondern dass es eben eine modifizierte RNA ist. Und die heutige Frage lautet, wann will man uns denn sagen, dass es, oder hat man uns das eigentlich auch schon gesagt, dass es sich gar nicht um so eine ganz normale Messenger-RNA handelt? Gut, erstmal dachte ich für das Video, ich könnte ja so ein bisschen mal die alten Werbevideos, sage ich mal, durchschauen und ähm, gucken, ob man von Anfang an eigentlich gesagt hat, dass es gar keine normale MRNA ist. Ja, gut, dann habe ich aber gedacht, wir bleiben ja mal ein bisschen aktuell. Interessant ist ja, was sagt man eigentlich heutzutage? Und ich gehe auch noch darauf ein, ist es überhaupt jetzt eine modifizierte RNA? Oder ist das eine reine Verschwörungstheorie? Okay, also ich dachte mir, ich gucke mal beim Bundesministerium für Gesundheit. Was sagen die denn so allgemein erstmal zur Impfung? Naja, die sagen natürlich erstmal, die Corona-Impfstoffe haben wesentlich dazu beigetragen, dass die SARS-CoV-2-Pandemie in Deutschland verhältnismäßig mild verlaufen ist. Das bedeutet, die Rechtsabteilung hat sehr gut formuliert dass man möglichst nicht angreifbar ist, wenn es so im Wesentlichen verhältnismäßig und mild. Das bedeutet eben, wir haben keine konkreten Zahlen, aber es dient eben der Beruhigung. Und dann habe ich ein bisschen weitergeguckt und geguckt, das hm, haben wir überhaupt gerade so für Impfstoffe ist ja auch immer ganz interessant. Und ich wusste gar nicht, dass Johnson und Johnson den Namen für ihren Impfstoff geändert haben. Scheinbar haben sie das getan. Ich muss jetzt mal so zynisch sagen: Naja, normalerweise ändert man erst dann immer den Namen, wenn es einen Skandal gab. Hier hat man schon mal vorläufig <laughs> den Namen geändert, wusste ich nicht. Und wir werden uns ja heute ein bisschen damit beschäftigen: Ist es jetzt normale mRNA oder ist es eine andere Form der Impfung? Und von daher werden wir uns aber heute konzentrieren auf natürlich Pfizer und Moderna. Es ist ja so. Dann, wenn ich jetzt nicht da an diesem, an diesem Punkt erstmal weitergekommen bin, dann muss ich erstmal rüberklicken zu dem sehr nahen Paul-Ehrlich-Institut und habe erstmal danach geguckt, was sagen die denn jetzt, ne? Ist es jetzt eine ganz normale mRNA oder was ist es denn? Okay, dann habe ich erstmal geguckt. Hm. Erstmal gehen die darauf ein, ob es jetzt eine neue Zulassung gab für den Booster-Impfstoff. Also die stehen jetzt noch ein bisschen, es war eine aktuelle. Ihr könnt ja sehen, ne, vom 9.09.2023, ist eigentlich relativ aktuell, aber trotzdem sprechen die immer noch von Omikron- und Wuhan-Variante. Und da kann ich dann erstmal sehen, dass, wenn man eben plötzlich so eine Omikron-Variante reinbekommt, dass man dann eben keine neue Zulassung bekommt. Finde ich auch sehr spannend, sondern man sagt einfach: naja, es ist eine andere Variation. Wir haben jetzt einfach zwei Sorten mRNA. Gut, dann kann man da ja so mit der Maus drauf gucken, denn es gibt ja manchmal Menschen, die wissen jetzt gar nicht, ist es denn, was, was ist denn jetzt diese mRNA und ja, kann ich da noch ein bisschen verstehen, was es denn ist. Und schön bei einer deutschen Behörde, wenn ich also mit der Maus draufklicke, da bekomme ich die englische Übersetzung. Das ist ähm, seltsam finde ich persönlich, weil das erklärt einem Menschen meistens nicht wirklich, was denn diese mRNA da ist. Ja? Also wenn man schon vorher nicht wusste, was eine mRNA ist, finde ich es ein bisschen seltsam, dass man es dann erstmal ins Englische übersetzt, um die Verwirrung vielleicht noch groß zu halten. Ihr seht aber hier eindeutig: man schreibt mRNA und das ist diese Messenger Ribonukleinsäure. Okay. Das bedeutet, man sagt, es ist eine ganz normale mRNA. Und dann könnte der sagen, ja, dann ist das bestimmt eine Verschwörungstheorie. Das ist natürlich ähm, ein völliger Humbug, ähm, wenn du jetzt sagst, nee, das ist eine modifizierte Messenger-RNA. Nun gut, gucken wir doch mal bei Wikipedia nach. Bei Wikipedia gibt es einen Artikel über die Nukleosid-modifizierte mRNA. Und dann habe ich da in orange einen orangenen Pfeil gemacht, damit man es ein bisschen schneller findet. Ein wichtiger Anwendungsbereich ist die Herstellung von Covid-19-Impfstoffen. Also da steht es schon mal ganz klar. Diese modifizierte MRNA wird eingesetzt für die Covid-19-Impfstoffe. Ich habe dann das jetzt ein bisschen nochmal umgeschrieben, damit wir das nochmal ein bisschen genauer lesen können. Den Originaltext findet ihr aber natürlich bei Wikipedia. Okay. Man hat also für diese Covid-19-Impfstoffe nicht das normale Uridin benutzt. Ja, das ist ein Nukleosid, sondern man hat ein Pseudo-Uridin benutzt. Ich konnte nicht finden jetzt, ob es Studien dazu gibt, wie sich so ein Pseudo-Uridin im menschlichen Körper verhält. Und ich muss auch sagen, selbst wenn es Studien dazu gäbe, ist dann immer noch die Frage, wer hat diese Studien dann gemacht? Also ob hat das dann jetzt der Hersteller gemacht oder unabhängig und inwieweit ist das wirklich jetzt auch schon so weit getestet, Langzeitstudien und so weiter. Dass man sagen kann, so, eine Pseudo, so ein Pseudo-Uridin ist total unproblematisch. Ich nenne das jetzt mal Trojaner. Man hat ja große Schwierigkeiten, wenn man so mit einer Messenger-RNA arbeitet. Jetzt, jeder im Labor weiß das wenn er mit Messenger-RNA arbeitet, dass wir auf unserer Hautoberfläche RNAs haben, also Enzyme, die RNA abbauen und die geht dann eben ziemlich schnell kaputt. Deshalb ist es schon mal ein Grund, warum man in der Gentechnik Handschuhe trägt, nämlich um DNA oder auch RNA zu schützen. Natürlich, wenn man auch nicht die eigene DNA oder RNA in so eine Probe hinein verschleppen. Das ist natürlich klar, aber tatsächlich haben wir auf unserer Hautoberfläche und auch im Blut RNAs, die eben auch Viren, zum Beispiel RNA-basierte Viren, zerstückeln. Okay. Und um jetzt diese RNA erstmal zu schützen, muss man ja Lipide verwenden. Aber man sagt auch jetzt in diesem Artikel, naja, man musste sie auch modifizieren, eben dieses Pseudouridin benutzen, damit die eben stabiler geworden ist. Okay. Und diese Lipid-Nanopartikel-Umhüllung, dieser sogenannte Trojaner, also der Trojaner enthält also eine mRNA, so wird das jedenfalls vom Paul-Ehrlich-Institut gesagt, eine mRNA, die dann in unserem Körper veranlasst, die Ribosomen veranlasst, unsere eigenen Zellorganellen in unseren Zellen dazu veranlasst, dann Spike-Protein herzustellen. Nun wurde uns aber schon mal nicht gesagt, dass es modifizierte RNA ist, also etwas Fremdes. Das bedeutet also, wir haben in dieser, in dieser Lipid, Nanopartikelschicht diesem Trojaner hatten wir also etwas drin, was also auch noch mal so ein bisschen so was ist wie ein Trojaner, nämlich die modifizierte RNA. Es gab von mir ja ein Video, wo ich fragte, warum eigentlich mRNA Beziehungsweise müsste man es natürlich richtiger formulieren, warum eigentlich modifizierte mRNA. Heute das Thema lautet ja nicht nur modifizierte MRNA, es geht vor allen Dingen um den ganzen großen Komplex der synthetischen Biologie. Und die synthetische Biologie ist heute so weit, dass sie eben alle möglichen Gene, Enzyme, Eiweiße in einem Reagenzglas praktisch außerhalb von Zellen herstellen können. Das bedeutet, wenn wir darüber sprechen, dass diese Messenger-RNA in einem Bakterium, genauer gesagt in einem E. coli-Bakterium hergestellt worden ist, dann ist das im Grunde genommen eine Art von veralteter Technik. Eigentlich braucht es heute nur noch ein paar Bausteine und ein paar Enzyme und man erhält das Resultat, was man haben möchte. Man hat das aber scheinbar bei diesem Impfstoff, bei diesem sogenannten Impfstoff, diesem Arzneimittel, das ja, dem ja, wir haben ja eigentlich auch ein Arzneimittelgesetz. Also normalerweise würde man ja denken, das Arzneimittelgesetz schützt ja auch uns vor zu viel v Variation. Also auch wenn man jetzt sagt, ja, da kommt jetzt eine neue Virusvariante, wir, wir passen diesen Impfstoff mal eben an. Wir erwarten ja normalerweise, dass es so eine Arzneimittelsicherheit gibt und dass das auch getestete Stoffe sind und eigentlich auch langzeitgetestete Stoffe sind. Heute ist das wohl modern, dass man relativ schnell Dinge auf den Markt schmeißt und dann relativ stark auch fördert, dass man es eben benutzen soll. Jetzt haben wir diese neue synthetische Biologie und die kann im Grunde genommen jederzeit MRNA herstellen, ohne dass wir irgendwelche Stoffe drumherum eigentlich benötigen und vor allen Dingen keine Zellorganellen benötigen. Wenn wir heute über die Gentechnik sprechen, dann fällt mir auf, wir unterhalten uns im Grunde genommen auf einem Stand, der so vor 20, 30 Jahren aktuell war. Natürlich ist es heute noch so in deutschen universitären Laboratorien, dass man den Studenten erstmal erklärt, ich nehme ein E. coli-Bakterium, ich verändere es, zeige, wie man diese E. coli-Bakterien eben dazu bringt, Gene aufzunehmen, Plasmide aufzunehmen oder auch vorher vielleicht schon die Plasmide verändert hat und zeigt eben den Studenten, wie man das so, so händeln kann. Und wissen gar nicht, was so in den USA, in den Start-up-Unternehmen mittlerweile möglich ist. Dazu möchte ich nämlich noch mal Folgendes sagen. Natürlich kann man E. coli-Bakterien benutzen. Das sind so Bakterien, ich sage mal so eine Art Haustiere der Genforscher. Und man kann damit, wenn man die nötigen Reagenzien hat, das ist aber im Grunde genommen alles relativ einfach. Und wenn man eben diese Plasmide verändert in den Bakterien und dann es schafft, dass diese Plasmide in dieses Bakterium eingeschleust werden. Dann kann man eben ganz leicht neue Proteine erzeugen lassen. Zum Beispiel kann man auch solche Bakterien dann leuchten lassen. Das ist immer ein ganz beliebter Effekt. Das macht man gerne so mit Biologiestudenten. Natürlich wird sowas heute noch gemacht in Deutschland in einer, an einer Universität, damit man eben mal zeigt, wie, wie funktioniert so Gentechnik. Aber das ist nicht der heutige Stand. Der Welt. Heute kann man außerhalb von Zellen alles herstellen. Und nicht nur Gene, Enzyme, Eiweiße auf niedrigem Niveau. Wir sind so weit, also wir ne, wir als Menschheit meine ich jetzt, wir sind heute so weit, dass wir synthetische Ribosomen herstellen können. Das ist Schon etwas sehr, sehr Spezielles erstmal, wenn man sich das bewusst macht, dass man keine Zelle mehr benötigt, dass man, wenn man die entsprechenden Enzyme und Bausteine in ein Reagenzglas gibt, dann kann man künstliche Ribosomen erzeugen. Und diese künstlichen Ribosomen kann man wiederum mit künstlicher Messenger-RNA füttern und die stellen einem... Jedes Protein her, was man dann haben möchte. Und diese Eiweiße kann man eben für verschiedene Sachen nutzen. Man könnte zum Beispiel Spike-Protein herstellen lassen. Man kann sich aber auch genauso gut Fleisch, ne, irgendwelche Muskelproteine herstellen lassen, zwecks Ernährung. Das ist der heutige Stand der Wissenschaft. Synthetische Ribosomen und sogar synthetische Bakterien. Ich habe mal ein Video gemacht über die Mykoplasmen. Da zeigte ich auch, dass es mittlerweile gelungen ist, ein künstliches Bakterium herzustellen, nämlich Mykoplasma Genitalium. Ein Bakterium, welches zu Unfruchtbarkeit beim Mann führt und auch möglicherweise bei der Frau. Aber vor allen Dingen sind Mykoplasma Genitalium dafür bekannt, dass sie eben Spermien direkt zerstören. Und solche Bakterien hat man mittlerweile künstlich erschaffen. Deshalb, meine Frage war nicht unbegründet, warum hat man überhaupt E. coli-Bakterien benutzt? Manche sagten, ja, es ist kostengünstig, es ist einfach. Und warum hat man dann eben Messenger-RNA benutzt, beziehungsweise modifizierte Messenger-RNA? Warum? Weil man muss sich ja vorstellen, normalerweise, wenn es um Arzneimittel geht, dann gibt man ja einen Wirkstoff hinein und dieser Wirkstoff hat eine ganz spezielle Dosierung. Das wird ja jeder bestätigen können, dass man einfach sagt: naja, 100 Milligramm von dem und dem oder so. Wenn ich aber den Körper mit einer modifizierten Messenger-RNA infiziere sage ich mal, also durch die Injektion durch diese Impfung gebe ich ja eben lipid umhüllt als Trojaner gebe ich ja eben diese modifizierte Messenger RNA in den Körper. Ich weiß doch aber nicht genau, wie viel Spike Protein am Ende dabei rauskommt. Ja, weil ich ja die Ribosomen des Menschen arbeiten lasse, das bike protein zu bilden. Und da sehe ich ein ganz großes Problem und auch ein, ein ganz großes Fragezeichen. Wenn wir über Arzneimittel sprechen, dann muss ich doch wissen, welche Dosierung, mit welcher Dosierung habe ich es zu tun, beziehungsweise welche Dosierung entsteht im Individuum. Und dadurch, dass das aber individuell ist, habe ich überhaupt keine Ahnung was da eigentlich am Ende des Tages passiert. Und wenn man dann also so weit gegangen ist, dass man eben ähm, Bakterien hat, die einem Messenger-RNA herstellen, wundert es mich, dass man dann nicht noch weitergegangen ist und gesagt hat, naja gut, wir lassen mal diese E. coli-Bakterien mal weitermachen und uns eben das Spike-Protein bilden und wir hätten ja dann normalerweise ein Spike-Protein gehabt zur Injektion. Näher normal gewesen. Ich weiß, das Spike-Protein scheint relativ griffig zu sein wenn man es pur gibt äh, wahrscheinlich hätten sich Nekrosen gebildet vermute ich gut man hat also das gemacht und jetzt haben wir noch das nächste Problem es scheint ja so zu sein dass immer mehr Menschen sagen oh, irgendwie ist es gar nicht so einfach diese mRNA wenn man das irgendwie in so einer Brühe von Bakterien hatte dass diese mRNA dass man die trennt von der DNA und Einige sagen eben, dass jetzt auch DNA mit reingekommen ist in diesen sogenannten Impfstoff. Und das sind ja dann im Grunde genommen, wenn das so wäre, zwei Unehrlichkeiten. Also zum einen eben die Frage, warum sagt man nicht, dass es eine modifizierte RNA ist? Und zum anderen, wenn dann auch DNA, und das wird sich wahrscheinlich demnächst noch weiter bestätigen, vielleicht, wenn wir Pech haben. Äh, dann muss man ja auch noch äh, zugeben, da ist auch noch DNA mit reingelangt in diese Proben. ARD Alpha schreibt auf ihrer Internetseite, Zitat, das macht deutlich, auch die neu entwickelten Impfstoffe sind ein Ergebnis der Forschung auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. Vektor- und mRNA-Impfstoffe basieren auf dem Bauplan des Spike-Proteins von SARS-CoV-2, mit dem das Virus in menschliche Zellen eindringt. Wir erinnern uns, dieses Spike-Protein vom SARS-CoV-2, das ist ja normalerweise auch der Türöffner. Auch das ist interessant, weil normalerweise ähm, sagt man ja jetzt immer, diese Lipidumhüllung ist der Türöffner in die Zelle. Aber eigentlich ist ja das Spike-Protein der Türöffner eigentlich für das Virus sowieso schon auf, auf natürliche Art und Weise. Dieser Teil ist in einem Teil des Erbgutes des Virus gespeichert und lässt sich dank synthetischer Biologie jetzt im Labor herstellen. Okay? Also diese neue synthetische Biologie, wo ich sage, synthetisch und Biologie widersprechen sich schon inhaltlich. Das wird jetzt also als extrem positiv hervorgehoben. Diese fettigen Lipidumhüllungen, mit der man eben jetzt auch schon die Messenger-RNA bzw. die modifizierte Messenger-RNA umhüllt hat, diese Lipide, diese fettigen Hüllen, an denen wird gerade sehr stark geforscht. Ich hoffe dass ich das ähm, jetzt nicht zu äh, negativ alles formuliere, aber man sollte schon ein wenig aufpassen, denn es gibt extrem viele wissenschaftliche Artikel zurzeit, die sich damit beschäftigen, wie man noch besser Impfstoffe mit irgendwelchen Trojanern ähm, irgendwie, ja weiß ich nicht, besser einwirken lässt, eindringen lässt. Das Problem, was ich darin sehe, ist, dass der Körper auch diese Hüllen als fremd erkennen wird. Und diese fremden Hüllen werden genauso als Impfstoff letzten Endes gelten wie das, was man dann reintut in diese Fettumhüllung. Ja, das heißt, das Innere dagegen wird dann irgendwie Letzten Endes kann ja auch sein, dass es dann wieder eine RNA ist, aber letzten Endes, was, was dann diese RNA, diesen Bauplan, auf das, was dann gebaut wird, darauf wird wahrscheinlich ein Antikörper geschossen werden. Aber es werden eben auch Antikörper gebildet gegen diese Fettkörperchen. Und diese Fettkörperchen werden wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Problem haben. Und ich sage mal, warum wichtige. Körperregionen enthalten Fett. Das sind die Hüllen der Nerven, das ist unser Gehirn, das sind auch Schichten um Zellen, zum Beispiel um die roten Blutkörperchen herum. Und dann gibt es auch noch spezielle fette Nierenkapsel oder auch hinter den Augen. Aber jetzt bleiben wir mal im Bereich dieser neurologischen Geschichten. Ich sagte ja, die Umhüllung der Nerven ist fertig und das Gehirn ist fertig. Das heißt, wenn wir gegen Fette Antikörper produzieren, dann sehe ich da eine Gefahr drin. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf etwas hinweisen. Ugo Schahin hat schon im Jahr 2018 daran geforscht, wie man Krebs mittels einer Impfung bekämpfen kann. Und ich werde jetzt kein Geheimnis aussprechen. Erst wenn man weiß, wie man Krebs hervorruft, kann man Krebs letzten Endes auch bekämpfen. Ich denke, das ist ziemlich logisch. Ich denke mal, das ist auch den meisten Menschen klar, dass so eine Krebsforschung voraussetzt, dass man sich im Labor beispielsweise Mäuse hält oder auch Kaninchen, dann bei diesen Tieren Krebs auslöst. Und erst dann, wenn man ihn ausgelöst hat, kann man ja im Grunde genommen erst mit der Forschung so richtig erst beginnen. Und dann guckt man eben, was kann man spritzen und äh, wie kann man dann diesen Krebs wieder zurückmodifizieren. Ich glaube, dass ich hier nichts ausspreche, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich denke, es ist ziemlich logisch, dass wenn man an einer Krebstherapie forscht in einem Labor, dass man sich auch mit den Mechanismen auskennt, wie erzeuge ich Krebs. Um ein bisschen mehr Klarheit in diese ganzen Thesen und wissenschaftliche Artikel reinzubringen, möchte ich gerne das Video am Ende noch zusammenfassen. Let's go. Also, Moderna und Biontech Pfizer benutzen laut Paul Ehrlich Institut eine ganz normale Messenger-RNA. Auf der Internetseite finden wir keinen Hinweis, dass es sich um eine künstliche modifizierte RNA handeln könnte oder handelt. Ja? Auf Wikipedia dann allerdings lesen wir, dass sowohl Moderna als auch BioNTech-Pfizer eine Nukleosid-modifizierte Messenger-RNA benutzen für die Herstellung von Covid-19-Impfstoffen. Und dabei wird das natürliche Uridin getauscht mit dem Pseudouridin. Und somit haben wir es mit einer künstlichen synthetischen Messenger RNA zu tun. Ich konnte nicht finden, dass die Messenger RNA für diese Herstellung, diese modifizierte Messenger RNA für die Herstellung vom COVID-19 Impfstoff, dass die in E. coli Bakterien hergestellt wurde. Technisch ist das natürlich möglich, das ist auch denkbar. Ich habe aber in keiner Niederschrift so etwas finden können. Es kann aber sein, denn wir sprechen ja über diese neue, moderne synthetische Biologie. Es kann schon sein, dass, wenn wir uns jetzt ein überdimensioniertes Reagenzglas vorstellen, dass man erstmal DNA-Fragmente benutzt hat. In diesem Bottich, sage ich mal, hat man dann eben also hat man dieses DNA-Fragment gegeben, Flüssigkeit, Enzyme, Bausteine. Natürlich kein Uracil, sondern ein Pseudo-Uracil und lässt dann eben wie in so einem kleinen Bioreaktor eine modifizierte Messenger-RNA entstehen. So könnte es passiert sein, dass auch DNA-Fragmente in den Impfstoff gelangt sind. Sollte man allerdings auch E. coli Plasmide finden. Das ist so eine DNA von Bakterien, ne, diese Plasmid-DNA. Sollte man allerdings auch Plasmid-DNA finden, denn ich denke mal, es wird ja auch noch weiter geforscht, dann ist natürlich schon der Verdacht sehr groß, dass man eben das in E. coli Bakterien hergestellt hat. Dann haben wir aber noch ein Problem, um ähm, Bakterien zu selektieren, weil wir wollen ja, also wir nicht, aber die Wissenschaft, die das dann eben oder die Wissenschaftler, die dann da eben um diesen Bottich herumstehen, die wollen ja gentechnisch veränderte E. coli Bakterien haben, die eben diesen neuen Impfstoff herstellen. Um das zu selektieren, benutzt man für gewöhnlich eine Antibiotikaresistenz. Ja, also Antibiotikaresistenzgene werden benutzt, damit man eben sagen wir mal Luftkeime rauspackt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Also ihr müsst euch einen großen Bottich vorstellen. Da sind jetzt eben diese gentechnisch veränderten Bakterien, die super gut klarkommen mit Antibiotika. Und sollte da mal ein anderes Bakterium reinfallen oder ein Bakterium drin sein, welches keinen gentechnisch veränderten Einbau bekommen hat, dann fallen die eben durch diese Antibiotika tot um und übrig bleiben die gentechnisch veränderten Mikroorganismen. Das bedeutet auch, sollte man E. coli-Bakterien benutzt haben, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch Antibiotikaresistenzgene eventuell mit übertragen worden sind. Alles nur Spekulation. Und was wir aber eben bei ARD Alpha lesen und auch bei Wikipedia lesen, ist ja eben, dass man heute nicht mehr auf eine Zelle setzt oder auf einen lebenden Organismus bzw. auf ein Bakterium. Ein Bakterium ist ja auch ein Einzeller, dass man eben das alles gar nicht mehr braucht, sondern man braucht eben nur noch spezielle Enzyme, spezielle Bausteine und kann dann praktisch im Reagenzglas, also in vitro, sich das zusammenbauen lassen, was man möchte auch eine Messenger RNA, auch eine modifizierte Messenger RNA, aber eben auch Enzyme und sogar ganze Ribosomen. Und letzten Endes ist man ja auch noch einen Schritt weiter gegangen. Mittlerweile, wie ich erzählt habe, kann man ja sogar ein Bakterium, genauer gesagt Mycoplasma genitalium, kann man ja sogar erschaffen, eine künstliche Lebensform, also sogar. Vermutlich könnte es also so gewesen sein, dass schon die eine oder andere DNA-Sequenz in diesem überdimensionierten Bottich gewesen ist und dass die eventuell auch mit übertragen wurde? Aber das werden wir wahrscheinlich erst in späteren Veröffentlichungen erfahren. Und dann wissen wir ja, dass diese Messenger-RNA, diese modifizierte Messenger-RNA, die wird ja verpackt in eine Lipidhülle. Und ich vermute, aber ihr wisst, ich bin keine Ärztin, ich bin auch keine Wissenschaftlerin, ich stelle einfach nur Quellen zur Verfügung, aber ich vermute, dass der Körper auch gegen diese Lipidhülle, diese Umhüllung für die modifizierte Messenger-RNA, dass der Körper auch dagegen Antikörper schießt. Praktisch Antikörper sprießen lässt. Der Körper wird auch die Lipidhülle, so vermute ich zumindest, als fremd erkennen. Und worum es eigentlich für mich geht, ist, dass man ehrlich mit den Leuten redet und auch ehrlich kommuniziert, was sie bekommen, wenn sie zu einer Impfung gehen. Jeder ist total frei ein Arzneimittel, welches ihm verschrieben worden ist, einzunehmen. Natürlich. Aber ich erwarte tatsächlich im Rahmen einer Arzneimittelsicherheit, dass man dem Patienten erklärt, dass er möglicherweise keine normale natürliche Messenger-RNA bekommt, die wie jede normale Messenger-RNA ein Uridin enthält, sondern dass man künstlich ein Uridin getauscht hat mit einem Pseudo-Uridin. Und wenn es darüber wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, wie sich so ein Pseudo-Uridin auf den menschlichen Körper auswirkt, dann muss das auch der Patient erfahren. Und dann ist es auch noch wichtig, dass wenn wirklich DNA bzw. kleinste DNA-Fragmente mit injiziert werden. Dazu braucht es natürlich weitere Studien. Aber auch da muss man ja immer sagen, ein Verdacht ist ein Verdacht und im Zweifel immer für den Patienten. Denn man darf ja nicht vergessen, von Anfang an wurde es so kommuniziert, dass man gesagt hat, da drin ist nur Messenger RNA, auf gar keinen Fall ist da DNA enthalten. Das war auf jeden Fall die Kommunikation. Und das Paul-Ehrlich-Institut sagt ja auch bis heute, es ist Messenger-RNA, es ist keine modifizierte RNA und von DNA hört man auch nichts. Wir sollten weiterhin wachsam sein und wir sollten auch weiterhin darauf drängen, dass so etwas untersucht wird. Denn nochmal, es geht hier um die Arzneimittelsicherheit. Es geht darum, wie sauber sind Impfstoffe. Ich finde es auch sehr interessant, dass wenn man jetzt sagt, oh, wir haben jetzt wieder eine neue Variante, dass man einfach für diese neue Variante eine neue modifizierte RNA herstellt und in diese sogenannten Impfstoffe tut man jetzt also verschiedene, je nach Variante, aber immer wieder verschiedene modifizierte RNAs hinein und sagt, naja, wir brauchen aber keine neue Zulassung, weil es ist ja immer nur ein eine modifizierte RNA und das kann man eben mit der ersten Zulassung so letzten Endes durchziehen. Auch da sehe ich das Gebot der Arzneimittelsicherheit in Frage gestellt und wie gesagt, wir lassen ja praktisch durch diese neue Art der Technik lassen wir den Körper den Impfstoff herstellen und Normalerweise ist es aber so, dass wir bei einem Arzneimittel eine standardisierte Dosierung erwarten. Und diese standardisierte Dosierung sehe ich hier sehr in Gefahr, weil wir wissen nicht, was das einzelne Individuum damit macht. Zum Beispiel könnten ja auch die Ribosomen relativ schwach arbeiten, dann haben wir also verhältnismäßig wenig Spike-Protein oder wir haben eine verstärkte. Spike-Proteinbildung, dann könnte es ja theoretisch zumindest zu einer Überdosierung kommen, wenn wir mal das normale Maß der Arzneimittelsicherheit zugrunde legen. Also ich finde, wir sollten schon eher darauf drängen, dass Wirkstoffe verabreicht werden, die aber vorher hergestellt werden und dann gegeben werden, anstelle, dass der eigene Organismus den Wirkstoff herstellt und wie aber nicht die genaue Dosierung letzten Endes wissen. Und damit verabschiede ich mich von euch für heute. Ich danke euch sehr für euer Zuhören. Ich denke, was uns allen diese Pandemiezeit gezeigt hat, ist, dass man sehr wissenshungrig bleiben sollte, dass man sehr kritisch sein sollte, dass man immer einerseits auf sich selbst hören muss, muss, weil man hat ja nur sich selbst im Grunde genommen, seine Gefühle, seine Gefühlswelt, dass man eben spürt, was man eigentlich wirklich will und was man auch wirklich braucht. Und dass man nicht alles glaubt und übernimmt, was andere sagen. Und wenn man sich eben ein sehr breit gefächertes Wissen erstmal einfach nur anhört und am Ende erst für sich dann eine Entscheidung trifft, ist das bestimmt ein sehr guter Weg. Auch ein sehr guter Weg, um zu überleben. Und damit sage ich für heute Tschüss, Eure Mini -Mikro.